Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss ja schon sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also nach der Steilvorlage, die der Herr Minister hier geliefert hat, als ihm das Handy entwendet wurde, dass da nicht ein Feuerwerk an doofen Sprüchen auf ihn einprasselt, enttäuscht mich leider. Außer das bisschen von Herrn Löbke, wo er darauf eingeht. Also ich habe mich jetzt extra nicht darauf vorbereitet, weil ich dachte, es wäre schon alles gesagt worden. Aber gut, enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Was? Ja, aber ich hab die extra nicht vorbereitet. Ich meine, wie viele Innenminister braucht man, um auf ein Handy aufzupassen oder sowas? Ja, habe ich halt nicht. Also, naja, Spaß beiseite. Ach nee, Moment, ist ein CDU-Antrag. Spaß beiseite geht gar nicht. Ich gehe mal auf den Antrag so ein bisschen ein. Also, ich versuche das mal von oben nach unten ein bisschen zu strukturieren. Also Punkt 1. Das Phänomen des Antanzens, also die CDU fordert das Phänomen des Antanzens künftig als spezifische Tatbegehungsform des Taschendiebstahls in der PKS zu erfassen. Also das Problem ist nur, Sie sprechen richtigerweise von einem Phänomen. Phänomene kommen und gehen auch irgendwann wieder. Also ich will das jetzt hier nicht unter den Teppich kehren. Das ist insgesamt ein ernstes Thema, keine Frage. Taschendiebstahl, Trickdiebstahl, das ist ein Problem, das wir haben. Auch die Aufklärungsquote, die wir haben, ist definitiv zu gering. Aber eben insgesamt, nicht unbedingt dieses Phänomen. Also wir müssen uns nicht darauf konzentrieren. Und Sie wollen dann quasi jetzt noch der Polizei noch mehr Statistikkram aufbürden. Herr Siewke, Sie sind kein Polizist, deswegen müssen Sie das nicht auf dem Schirm haben. Aber ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Wissen Sie, wie lang das Scrollbalken jetzt schon ist, wenn Sie im IGVP, also diesem polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem, bei einigen Delikten die Tatbegehungsform anklicken und dann runter scrollen müssen? Bis ich am Ende bin, bin ich schon fast beim Dienstschluss. Und da habe ich dann nicht mal irgendwas ausgewählt. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, auf einen Punkt mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Aber ein Punkt hier, ein Punkt da, und dann ist eben genau dieser Scrollbalken zustande gekommen. Das mag jetzt natürlich sich lapidar anhören, keine Frage, aber die Statistik nimmt nun mal tatsächlich einen signifikanten Anteil bei der Anzeigenbearbeitung ein. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und das jetzt für diesen Punkt hier zu machen, ich denke, das ist nicht nötig. Also verstehen Sie mich nicht falsch, Statistik, auch eine sehr detaillierte Statistik, ist in vielen Bereichen sicherlich sehr, sehr wichtig, aber hier aus meiner Sicht einfach nicht. Und dann kommen ja auch noch andere bemerkenswerte Punkte hinzu. Im Beschlussteil reden Sie halt nicht nur vom Antanzen, das erfasst werden soll, sondern Sie sprechen halt auch vom gerade schon erwähnten Podolski-Trick. In Dortmund ist es dann vermutlich der Kagawa-Trick. Auf Schalke ist es dann der Boateng-Trick. In Paderborn, nee, da gibt es den Trick nicht, weil die Spieler kennt keiner. Was? Was denn? Naja, jedenfalls, also, worauf ich hinaus will, warum wollen Sie diesen Trick, also diesen Podolski-Trick, dann nicht auch statistisch erfassen? Und warum beim Antanzen oder warum das Antanzen nur beim Taschendiebstahl? Sie sagen in Ihrer Begründung doch selber, und das auch völlig zu Recht, dass beim Antanzen auch Gewalt angewendet wird. Dann muss es die gleiche Tatbegehungsform aber auch beim räuberischen Diebstahl oder auch beim Raub geben. Nicht nur beim Taschendiebstahl, ja? Aber so konsequent sind Sie nicht. Nur warum? Das liegt vermutlich daran, dass es Ihnen bei diesem Antrag, wie bei vielen anderen auch, eigentlich nur auf eine Sache ankommt. Ein Thema bekommt in der Presse mittlere bis hohe Aufmerksamkeit und Sie wollen ein Stück von diesem Aufmerksamkeitskuchen abhaben. Das wäre ja nicht mal schlimm, wenn Ihre Forderungen dann ein bisschen Sinn machen würden. Aber das ist hier einfach nicht der Fall. Punkt 2. Die Bevölkerung für die Antänzer sensibilisieren. Ja, dem könnte ich tatsächlich so zustimmen. Da gebe ich Ihnen recht. Prävention ist immer eine wichtige Sache. Und wenn die Leute wissen, worauf sie achten müssen, dann reagieren sie vielleicht auch entsprechend, packen ihr Portemonnaie woanders hin, etc., etc. Aber das ist leider nicht der einzige Punkt, über den wir abstimmen, sondern da gibt es noch andere. Und in der Gesamtheit muss ich es leider so ablehnen, wie es jetzt momentan vorliegt. Punkt 3, mehr Zivilbeamte, klingt in der Theorie ganz gut, zeugt von Aktionismus, lässt die CDU als Macher dastehen. Aber ob es in der Praxis dann auch tatsächlich einen Mehrwert bringt und vor allem, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist bei Nutzen-Kostenrechnung, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, nein. Nehmen Sie mal Köln oder die Düsseldorfer Altstadt, wo Sie aufgrund der ganzen Menschenmassen gerade mal einmal die Person um sich herum sehen können. Ja? Dem Herrn Minister wurde sein Handy gestohlen oder entwendet, obwohl drei erfahrene Beamte, die keine andere Aufgabe hatten, als ihn zu beschützen, um ihn herum standen. Ja, also ich glaube nicht im Ernst, dass dann in dem ganzen Gedränge noch mehr Zivilstreifen einen Mehrwert bringen. Wir haben ja schon Zivilstreifen, das läuft ja auch, das machen die Kreispolizeibehörden ja auch. Aber ich glaube, noch mehr Zivilstreifen würden einfach keinen Mehrwert bringen. Nicht in dieser Sache. Also ich bin gespannt, was dann die Debatte im Ausschuss bringt, ob da vielleicht noch ein bisschen was bei Ihrem Antrag nachkommt. Aber in der jetzigen Form kann ich dem so nicht zustimmen. Vielen Dank.